Ich fühle mich nicht als lebende Legende. Ich habe nichts damit zu tun, könnte ich sogar sagen. Das ist eine Beurteilung, die von außen kommt. Und gefeiert zu sein, das sehe ich auch wieder ganz anders. Ich bin froh darüber, dass man meine Arbeiten sorgfältig anschaut, sorgfältig betrachtet, in einen Kontext bringt der allgemeinen Kunstgeschichte. Natürlich haben sich die Dinge verändert, dass die Rolle jetzt nicht nur über den Künstler definiert wird, sondern auch über die Künstlerin. Das ist ganz klar, diese Auseinandersetzung. Und das hat sich auch verändert. Das ist auch ganz richtig. Das wollten wir ja auch alle so, dass ein Gleichgewicht ist zwischen Künstler und Künstlerinnen und dass der Ausdruck dementsprechend dann auch gestaltet werden kann. Dadurch kann natürlich eine Kunst von einer Künstlerin sich auch mit feministischen oder Geschlechterthemen beschäftigen. Und wir haben nicht nur ein Geschlecht, ja. Wir haben Transgender. Und dadurch kommen natürlich viel andere Themen jetzt mehr, werden viel mehr sichtbar, andere Themen jetzt auch im künstlerischen und kulturellen Ausdruck. Aber da sind wir natürlich doch schon sehr begünstigt, eigentlich in diesen Ländern, muss man sagen. Weil in anderen Kulturen ist natürlich alles noch geschlossen, ein rigides System im Ausdruck und so. Und das muss natürlich auch aufgebrochen werden. Und das kann man jetzt natürlich nur machen durch einen kulturellen Austausch, durch einen globalen Austausch, durch globale Gespräche. Den Künstlern, den jungen Künstlern und Künstlerinnen würde ich eigentlich raten, was ich auch selbst gemacht habe, in sich hineinhorchen und schauen, was ich ausdrücken will und in welchem Kontext, also in welchem Zusammenhang ich meine Kunst oder meine künstlerischen Werke oder meine Kunstideen, in welchem Zusammenhang ich diese Werke in der Gesellschaft sehe, in der Kultur sehe. Dadurch wird sich natürlich auch die Gesellschaft oder die jetzige Gesellschaft, wie sie ja immer sich auch die Kunst ändert, nach den Gesellschaften und nach den Kulturen, so wird sich das am besten auch dann ausdrücken drinnen. Ich bin sehr froh darüber, dass mein Werk jetzt wirklich viel stärker wahrgenommen wird, wie es in der Vergangenheit war. Ich bin froh darüber, dass ich auch Dialoge führen kann über mein Werk, dass ich andere Meinungen höre. Das meint damit andere Analysen auch, die mein Werk betrachten, von Leuten, die mein Werk betrachten und sehe damit auch, dass sie sich das oder das dazu denken. Und auch von dem kann ich ja so wahnsinnig viel lernen.